Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Pokémon Schwert. Wir fliegen heute zum Bett des Giganten. Ich möchte da zur Sohle des Giganten, die ist da ein bisschen da drüber. Müsste hinter diesem Berg sein. Glaube ich. Wir probieren da unser Glück, ob wir da den vierten Tempel finden. Da passe ich nicht durch, okay. Es ist nämlich hier rechts rein. Hier ist die Sohle des Giganten. Hier war ich nämlich noch nicht. Habe ich auf der Karte gesehen. Oh Gott, ist hier eine lange Wiese. Oh Gott. Alter, ihr Elefanten, ja? Gott, seid ihr groß. Mann, da sind überall Pokémon. Was soll ich denn machen? Ich finde die Spawn hier richtig kacke. Mann, ey, welches Pokémon spawnt denn bitte an der Seite? Ja? Flucht. Oh Gott, ich hab's durchgeschafft. Ich raste aus. Hier haben wir was? Netzball, nice. Oh! Dieses Fossil-Pokémon sehe ich da gerade. Oh nein, ist es weg? Ist es jetzt ernsthaft weg oder? Ne, da ist es. Ich glaube, das brauchen wir tatsächlich noch. Deswegen tue ich mal dich nach vorne. Dich fangen wir. Wir versuchen es, zumindest. Flapperdyrex. Oder? Dich brauchen wir, oder? Ja, dich brauchen wir tatsächlich. Eisstrahl. Eisstrahl müsste gut sein. Ja, super. Gut gemacht. Sehr toll. Wow. Ich bin impressed. Ach man, wer hätte denn da das denken können? Egal, da gehen wir gleich rein. Ist das der Ammonitas? Ich glaube, das heißt Ammonitas. Oh, da haben wir noch einmal die Chance. Okay, komm, nochmal die Chance. Wir machen mal Solarstrahl. Absorbiert Sonnenlicht. Oh Gott, Fuchsler, das tut weh. Oh mein Gott. Das tut echt weh. Solarstrahl, ich hoffe, du tust nicht allzu weh. Nee, tust du echt nicht. Wow. Wow. Du bist eine Enttäuschung, Frigometri. Oh Gott, es ist verwirrt. Das ist auch eine Enttäuschung, tatsächlich. Jetzt Pokémon rufen. Dann rufen wir jetzt mal hier Suicune. Was nicht durch Eishagel zerstört werden kann. Erzwinger. So, wir machen hier mal Hyperball direkt. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht nicht. Mal schauen, mal schauen. Ja, nice, wir haben Glück gehabt. Sehr geil. Sehr gut. Oh Gott, draußen fangen sie wieder an mit Bauarbeiten. Dann ist das wahrscheinlich der letzte Part für heute. Tatsächlich. Hier liegt noch was auf dem Feld. Steinknochen, okay. Liegt ganz schön viel. Oh Gott, hast du mich erschreckt. Du Pferdchen. Hier haben wir auch noch was. Das ist die Pumentas. Eine Eisenkugel, okay. Was haben wir hier? Schönes. Frosty, okay. Brauchen wir nicht. Dann. Oh. Mann, dieses Pferd, ey. Geh weg, Bronze. Ich muss da weg. Danke. So, hier geht sonst nirgendwo weiter. Außer nach rechts. Oder? Ja. Dann würde ich sagen, dann fahren wir da mal jetzt rein. Barschaft, lass mich in Ruhe. Da ist noch ein Barschaft. Huhuhuhu, das erste Mal Surfer. Juhu. Ich dachte gerade, hier wäre eine Sackgasse. Wirklich. K
Keifel haben wir. Beleber. Zubazis. Und Amoturoso. Oh Gott, ey. Lucario, lel. Lel, 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 lel. Aber Lucario gab's doch schon vorher, oder? Ah, nee, nee. Ich wollte, glaube ich, einmal Dings machen. Riolu Shiny. Und dann habe ich gesehen, oh, ich kann sie gar nicht als Shiny fangen, weil es das noch gar nicht gibt. Meine ich zumindest. Werde ich bestätigt von Lucario? Ich meine schon. Ich meine, ich werde jetzt hier bestätigt. Oh nee, lel. Wir haben es echt schon. Lel. Sorry, Lucario, für die Fehlinformation. Es tut mir leid. Da ging es aber eh nicht weiter. Lass mich in Ruhe. Du, ihr lasst mich bitte auch. Oh. Bei dir bin ich aber nicht sicher. Ob es dich schon gab. Doch. Doch, 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 doch. Doch, doch, doch. Ich glaube, dich gab es schon. Ich meine, es gab dich schon. Ja, dich gab es tatsächlich schon. Ich wusste es. Innerlich wusste ich es. Äußerlich dachte ich, nee, vielleicht doch nicht. Na, Minipilz. Die Weiterentwicklung, auch cool. Hypertrank. Lass mich bitte alle in Ruhe hier. 4%? Oh, ich habe irgendwas gefunden. Ach, stimmt, die Fußspuren. Die habe ich ja außer Acht gelassen. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Warte, wir machen das lieber so. Dann sehe ich sie nämlich auch alle. Seemops, hier ist Seemops endlich. Sehr geil. Seemops, ich fange dich. Weißt du das eigentlich? Mit Suicune am besten. Oh, Seemops, ich liebe dich. Endlich bist du auch mal hier. Endlich. So, Suicune. Ne? Zeig, was du kannst. Mit Sondersensor. Sehr cool. Dich fange ich. Du kommst auch in mein Team. Hier, Pokéball. Und Frigimentri kommt weg. Weg mit dem Kack. So, bleib bitte drin, ja? Danke, danke. Guck mal, es wollte sogar zu mir. Oh, Seemops liebe ich ja, ne? Seemops ist wirklich auch ein cooles Pokémon. Sieht auch echt niedlich aus. Der Körper von Seemops ist kugelrund und von einer dicken Speckschicht umgeben. Es kann schneller rollen als laufen. In mein Team. Yep. In mein Team. Frigometri, weg mit dir. Sehr schön. Sehr cool. Warte, die haben auch noch 22%. Boah, hier sind richtig viele, ne? So. Ich meine, die Schildkröte hätten wir auch schon. Gott, auf die Vorspuren habe ich gar nicht geachtet. Nirgendwo mehr. Kacke, das ärgert mich jetzt. Ich habe bestimmt irgendwo was übersehen. Aber wir können dann Sania, glaube ich, fragen, ob wir irgendwo was übersehen haben. So, 40% hätten wir tatsächlich schon. Was gibt's hier eigentlich? Ah, auch so ein Ding hier. Auch so ein Tisch. Dann gehen wir mal hier rein und gucken, was uns hier erwartet. Hier erwartet uns auf jeden Fall nochmal ein geheimer Ausgang. Oh, ist das groß hier alles. Dieses Höhlensystem, ne? Das ist schon gigantisch. Wieder ein Granitstein. Hier war auch noch was, glaube ich. Da war was. Leber, nice, kann man immer gebrauchen. Oh, da steht sogar jemand. Zauberschall. Ist das die erste Person, die wir hier mal sehen? Hallo. Wusstest du, dass man Galanus-Zweige zu einem hübschen Kranz flechten kann? Wenn du mir 15 Galanus-Zweige bringst, flechte ich dir daraus einen Galanus-Kranz. Ah, haha, das ist also die Frau für Lashoking. Das werden wir natürlich dann auch noch gucken. Auf jeden Fall. Sehr coole Höhle auf jeden Fall. Müssen wir uns merken.
Dann schwimmen wir jetzt hier mal weiter. Oh, hier ist was. Heilfeder. Okay. Alter. Lä. Du täuscht mich aber nicht. Oh mein Gott, ist das hier groß. Es ist irgendwie cool. Weil mal. Oh, hier ist eine unsichtbare Wand. Okay. Ja, noch ein Weimar. Achso, ich dachte, wir könnten zu dem Felsen. Doch, können wir aber. Hier ist was. Heilfeder, okay. Bringen uns ja jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Hier hinter ist tatsächlich auch noch was. Okay. Bis hierhin, circa, können wir. Da ist noch eine Insel. Da würde ich ganz gern drauf. Ja, da können wir auch drauf. Hier haben wir auch Fußabdrücke. Heißt, ich gehe mal lieber runter. Alter, so schnell, wie wir die Sachen hier alle hier kriegen. Ist ja insane, Alter. Bisschen Jugendsprache, Leute. Wir haben jetzt schon 50%. Gibt es vielleicht doch mehr davon als gedacht? Als 50? Da ist auf jeden Fall noch ein Pokéball, den holen wir uns gleich auch. Ja. Gehen wir hier hin. Ist tauchbar, cool. Anhaltspunkte. Das ist ein Großi. Ein Großi ist da. Und die Spinne ist auch hier. Oh, Hydropumpe. Sehr cool. Oh, ups. 68, 70%. Gehen wir einmal hier um den Felsen herum. Tatsächlich. Sind hier ein paar Sachen. Oh, cool. Dann wissen wir ja schon mal das nächste, Leute. Irgendein geheimes Pokémon soll das ja sein. Oh Gott. Der will mich angreifen. Seemobs, ich habe dich vorhin gelobt, ja, dass du echt cool bist, ja. Aber wenn du mich angreifen willst, ne, dann hört unsere Freundschaft aber auf. Dann hört sie auf. So. Das war es auf jeden Fall auf der Insel. Mit Fußspuren. Da hinten ging es nicht weiter, habe ich gerade schon geguckt. Meine Hand schläft tatsächlich wieder ein. Das hatte ich echt lang nicht mehr. Aber seitdem ich jetzt hier wieder länger an der Switch spiele, habe ich das wieder. So, wach bitte auf. Das ist nämlich nervig. So. 64%. So, da haben wir auf jeden Fall 94, meine ich natürlich. 96. 8. 98. Noch ein. Da haben wir ein. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Geil. Geil, Leute. Das ist so ein kleiner Erfolg, oder? Für den Part. Muschelglocke. Nee. Kenn ich gar nicht. Kenn ich gar nicht. So, dich lassen wir mal leben. Aha. Ach hier, oh, Lay, wir haben den Tempel durch Zufall gefunden. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Oh, hier hinten sind wir. Lay, ich dachte, wir wären hier. Ach nee, da unten ist überhaupt kein Wasser, kein Eisgebiet. Ah, cool. Dann speichern wir mal eben. Dann speichern wir mal eben und gucken, wer da drin ist. Falls da jemand drin ist. Welche Attacke bekommen wir als Hinweis? Donner. Ein Elektroviech ist hier dann, Leute. Ein Elektroviech. Oder? Oh, oder ein Drache. Oh. So, was steht an der Tür? Na nur, auf dem Tor steht etwas. Der Steingigant. Der Eisgigant, der Steingigant. Versammelt man die drei Giganten, wird sich die Tür des Schicksals öffnen. Okay. Pokémon. 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 Die Zeit ist reif für Diamond Pearl. Könnt ihr uns hören, Pokémon? Ach, hier.
Okay, Girok. Und Regis, die... Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt wegtue. Na komm, Inferno-Pot. Tut mir leid, Inferno-Pot. Ich liebe dich, du weißt das. Aber ich nehme dich jetzt mit. Und ich speichere nochmal. Zur Sicherheit. Zur Sicherheit. Und rein mit mir. Also ist das jetzt Regigigas? Ich meine, vielleicht... Ich glaube, es ist Regigigas oder... Nicht. Mal schauen. Da oben sind halt andere Zeichen als von Regigigas. Ich weiß halt, dass es auch nur zwei andere Regis gibt. Aber wieso sollte man dafür die anderen drei brauchen? Das weiß ich gerade noch nicht. Nee, das ist doch Regigigas, glaube ich. Ich meine schon. Der hatte ganz viele Zeichen oben am Kopf. Was, habe ich was übersehen? Hallo? Dich herab. Ich hab doch alle hier beleuchtet. Oder gibt's jetzt hier echt ein Dingsi Bumsi? Ein Wunder. Ein Wunder. Warte, was ist denn, wenn wir die Form von draußen nachmachen? Müsste ich nur noch mal rausgehen. Oh nein, kann man sich dann nur für einen entscheiden, wenn ich das jetzt machen sollte? Möchte ich lieber das Elektro-Ding haben, oder? Gott, ja, zeig mal die Zeichen nochmal her. Elektro oder Drache? Oh, ich glaube, viele werden das Elektro-Ding nehmen, deswegen nehme ich den Drachen. Wie sieht das aus? 3 nach oben und 2 rechts diagonal. 3 nach oben. 1, 2, 3. Oder kann man doch beide haben? Nein. Nein? Auch nicht? Warte mal, wenn das verkehrt herum ist. So? Achso, warte, wir müssen die auch noch machen hier. Ich bin gerade echt überfragt, wirklich. Ich bin tatsächlich überfragt. So. So, ist doch das Zeichen, oder nicht? So, probieren wir das andere. Ich glaube, das war... So, oder? Nee, so. Oh! Toll, das andere, das geht, oder was? Toll. Ich wollte aber das andere... haben. Mann, ich wollte das andere Regie... Ding haben. Und nicht Elektro. Was soll denn das? Mann, ey. Ja. Von mir aus. Warte, was? Ich möchte nochmal hier. Ja. Oh, nee. Warte. Nee, ich will das Drachen-Pokémon haben. Was soll denn das? Du gibst mir bitte das Drachen-Pokémon. Also. Sachen-Pokémon sind 1, 2, 3. Oder muss ich das von einer anderen Position sehen? Und dann 2 nach oben. 4 nach oben. Alter, muss ich jetzt googeln? Ich google jetzt mal eben. Ich will das andere. Okay, also
Ich habe jetzt das Zeichen hier vor Auge, ja. Aber das sieht jetzt nicht danach aus. Da oben sieht man es halt. Warte, ich könnte das auch einfach nach da oben machen, oder? Das würde bedeuten, die ersten drei. Dann das. Und dann das hier eigentlich. Aber der blickt nicht zu mir. Ich verstehe das nicht, Leute. Ich verstehe das nicht. Wieso geht das nicht? Bin ich... Ich muss mal im Video schauen. Ah, warte. Da habe ich noch einen vergessen. Ich muss mal eben hier ein Video tatsächlich anschauen. Regi Drago. YouTube. Regi Drago. So, Regi Drago. Ja, erstmal Werbung. Sehr schön. Also irgendwas muss ich nur hier falsch machen, oder? Ach, nochmal Werbung. Ich hab's gleich, Leute, ja? Der Part kann nur ein paar Stunden dauern. So, Regi Stil, Regi Rock, Regi Eis, Regi Drago. Wie, er hat's... Ach, nee. Das ist das andere. Ja, und jetzt? Hä? Was? Bin ich komplett bescheuert? Nee. Leute, wir gucken uns das jetzt nochmal an von draußen, ja? Und dann sage ich euch, wie das eigentlich aussieht. So, hier sehen wir auf jeden Fall, ja, dass da drei dieser Punkte sind, ja? So, das haben wir jetzt gesehen, oder? Ne? Habt ihr auch gesehen. Drei Punkte. Der Witz ist, wir machen erstmal die. Zwei. Den da lassen wir, wieso auch immer, weg. Und dann machen wir den hier. Hä? Hä, was? Ich muss das YouTube-Video nochmal anschauen. Ach nee. Den lassen wir weg und machen den. Hä? Er gibt doch überhaupt keinen Sinn, oder? Dann war das die falsche Form da draußen am Tempel. Das war die falsche Form am Tempel. Ich raste aus. Was soll das denn, Nintendo? Ihr Pranker. Das speichern wir jetzt erstmal. Alter Schwede, ey. Wow. So, einfach nur lächerlich, ganz ehrlich. hallo Regi Drago. Nee, ich bin ein bisschen enttäuscht gerade. Aber nur ein bisschen. So, dann machen wir Aqua-Dings. Oh Gott, das hat ja fast gar nichts gebracht. Oh mein Gott. Sondersensor, bringt das mehr? Ich weiß es nicht. Es sieht so aus, als ob das so ein Glurak-Kopf wäre, ne? Links. Ja. Das sieht cool aus, wenn er angreift. Und das macht echt Schaden, oh mein Gott. Achso, war ein Volltreffer. Okay, ich habe mich schon gewundert. Mein Tanky ist nämlich eigentlich ein Tanky. So, Konzentration, okay. Oh ja, guck mal böse. Genau, guck mal böse. Sehr schön, sehr gut. Sieht gut aus. Ja, mach du weiter so. Und ich fang dich jetzt. Ich fang dich jetzt ein, kleines Drachen-Pokémon. So, Hammer ab. Oh, das tut weh. Ah, es geht noch. Einsetzen. Hyperball. Flieg und Sieg.
das tut weh, das tut weh. So. Tada. 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 Ah, ne. So, sowas darf man ja gar nicht mehr machen, ne? In den neuen. In den Upload-Filtern. Nicht, dass dann hier was gefiltert wird. Mann, 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 Mann. Komm, jetzt mach mal hier was. Ach man, bleib doch bitte drin. Der Part ist schon lang genug, ey. Für das Herausfinden, wie dein Rätsel da geht. Denn deine Punkte sind komplett random auf dem Gesicht drauf. Ja? Da sieht man nirgendwo, dass da irgendwo eine Stelle frei sein soll. Ganz ehrlich, du kleines Regi Draghi. Drago. Regi Drago. Mann. Nächstes Pokémon rufen. Koronospa, komm raus. Denn Drachenattacken sind nicht effektiv gegen dieses wunderschöne Kronen-Pokémon. Und ich hoffe, die kann man irgendwie auseinander machen. Ich will die nicht zusammen haben. Ganz ehrlich. Ich will doch nur dieses süße kleine Elchding haben. Oder Eichhörnchen. Oder was das für ein Tier sein soll. Stier. Whatever. Stier. Nee, Stier nicht. Ich wollte Hirsch sagen. Einen kleinen Baby-Hirsch. Das ist Bambi. Bambi, Bambi. Oder ein Hase. Ein Hase könnte es auch sein. Tatsächlich. Oh, Regi Drago. Willst du mich eigentlich hier komplett verkackeiern? Du bleibst jetzt in deinem Pokéball drin, ja? Sonst rast ich hier gleich aus. Bleib jetzt drin. Mann. Oha, das macht ganz schön viel Schaden. Oh Mann, wieder ein Volltreffer. Immer wenn ich das sage, macht er einen Volltreffer. Was soll denn das? Was soll denn das jetzt hier? Bleib bitte drin und... Oh, oh ja, super, fangen wir das. Nice. Oh Gott, wir haben's. Wir haben es. So, das Elektro-Pokémon bekommt man dann wahrscheinlich nur, wenn man das nochmal spielt. So, einer unbestätigten Theorie zufolge sind seine Arme wie der Kopf eines urzeitlichen Drachen-Pokémon geformt. In mein Team? In einem PC-Box. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben die alle. Sehr geil. Ja, cool, Leute. Dann erstatten wir noch eben einen Bericht für die zwei Sachen, die wir haben. Karte. Oh, hier hin. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Peony. Und danach gehen wir zu Sarah. Oh Gott, wie heißt denn noch? Sarina? Nee, ne? Sarada. Nee. Sarada war Naruto. Beziehungsweise Boruto. Sanya. Sanya war's. Ja, die Legende der Giganten habe ich. Ach, muss ich alle einzeln oder was? Habe ich jetzt aber keine Lust da alles hier. Pflanzenarena, Leiter, was? Ja, hier. Regi Eis. Kronleuchter, ja, ja, da wird sich Mila freuen, ich weiß. Ich hab noch was hier. Registier. Eine Bowlingkugel. Alter, was ist mit dem Jungen falsch? Regi Drago habe ich auch noch. So, sehr schön, ne? Dankeschön. Nice. Sehr gut. Nee, will ich nicht. Dankeschön. Tschüss. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Dann gehen wir zu Saranene. Sanja. Die wartet nämlich schon auf uns. Oh, Voldi, hallo, Voldi. Hallo, Tan, Tan, Tan. Tanne. Na, wie läuft die Jagd nach Anhaltspunkten? Dann schauen wir mal, was du bisher zusammengetragen hast. Du hast 100% der Anhaltspunkte zum Eisenkern-Pokémon gefunden.
Du hast 0% der Anhaltspunkte zum Felsenhöhlen-Pokémon gefunden. Du hast 0% der Anhaltspunkte zum Wiesen-Pokémon gefunden. Du hast 100% der Anhaltspunkte zum Eisenkern aufgetrieben. Nice. Damit sollen wir exakt bestimmen können, wo sich dieses Pokémon aufhält. Ich muss bloß die Daten in diesen Pokémon-Detektor eingeben und die Suche nach Lebenszeichen läuft. Aha, das Habitat des gesuchten Pokémon wurde ermittelt. Das Eisenkern-Pokémon befindet sich am Schollenmeer. Wie es aussieht, könnte unsere Suche nach legendären Pokémon schon bald von Erfolg gekrönt sein. Viel Glück, Lynn! Wie? Was? Was? Okay, Leute. Das müssen wir jetzt doch noch machen. Das müssen wir jetzt machen, Leute. Das fangen wir jetzt uns auch noch. Hier unten war's. Schollenmeer-Pokémon. Ich weiß nicht, ob es die Vögel sind. Ich glaube aber eigentlich nicht, oder? Das scheinen doch irgendwelche anderen Legis zu sein. Ich weiß nur nicht, welche. Wir gucken jetzt. Oh Gott. Ich bin gespannt. Schollenmeer. Irgendein legendäres. Was befindet sich hier? Wo? Vor allem wo? Ich meine, Habitat ist ja jetzt hier toll. Ist bestimmt hier, oder? Ist hier das Legendäre? Wo würde ich mich denn verstecken? Oh, hier! Ach, das sind die! Ah! Aha, haha. Sind die aus der 5. Generation, glaube ich. Die drei kleineren Legis wie Suicune und sowas. Ja, sehr geil. Sehr cool. Dann mach mal hier Sondersensor. Oh, ist das cool. Das hat mich nämlich jetzt wirklich interessiert, was jetzt hier für ein Pokémon ist. Ich hab so innerlich gehofft, dass es wirklich ein komplett neues Legi wäre. Weil die haben halt einfach gefehlt im Hauptspiel. Da gab es halt nur zwei. Und das ist halt wirklich ein bisschen lame, oder? Wenn es nur zwei Legis gibt. Und dass man die mit dem DLC dann dazu packt, das finde ich auch lame. Meine Meinung. Nee, nicht kämpfen. Wir müssen es fangen. Fangi. Und? Schade. Wäre auch zu schön gewesen, ne? Auf jeden Fall. So, ich gucke währenddessen ein bisschen auf Twitter, weil, ne, das dauert ja alles immer ein bisschen. Oh, Suicune ist weg. Weg vom Fenster. Weg vom Fenster. Nächstes Pokémon rufen. Koronospa. Du bist dran und du wirst es rocken. Ich weiß gar nicht, welcher Typ der war. War der Wasser? Ich kann mich auch gerade nur noch an zwei... Ah doch, Terrakium war, glaube ich, der andere. Stimmt. Und der andere war Viridium. Gras, Wasser und Boden, meine ich. Oh, Kampfattacken sind aber gefährlich. Ich hoffe, du hast gleich keine mehr. Ganz ehrlich. Nee, kein Kampf einsetzen, bitteschön. Muss bald neue Pokébälle kaufen, wenn es so weitergeht. Sanktoklinge. Oh, stimmt. An der Attacke erinnere ich mich noch von ihm. Ja, geil. Oh, ist das cool, Leute. Es macht echt Spaß, dieses DLC zu spielen. Ich glaube, ich finde das sogar besser als das andere. Hier, ne? Rüstung. Insel der Rüstung. Oder die Rüstungsinsel. Finde ich das ja auf jeden Fall besser. Macht mir, glaube ich, auch tatsächlich mehr Spaß. Ich möchte eigentlich gar nicht aufhören, aber ich muss gleich aufhören. Denn mein Magen, der knurrt, Alter. Der knurrt. Jetzt Pokémon rufen. Registrier. Komm, einwechseln. Zeig ihm, wo es lang geht. Und wie glücklich du bist bei mir. Ja? Sag ihm das einfach mal, wie glücklich du bei mir bist.
Oh, mein Auge juckt. Schade. Schade, schade. Eisenschädel, oh. Ja, geht. Geht, aber er macht echt viel Schaden tatsächlich. Och man, hör doch jetzt auf hier. Bleib doch einfach drin. Was hältst du denn von der Idee, hä? Kleines Ding. Kleines Ding, was hältst du davon? Oh, anscheinend nichts. Anscheinend nichts. So, nächstes Pokémon rufen. Regirock. Da, 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 da. So, ist er drin? Ja, ja, er ist drin. Nice. Oh, richtig geil. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Sehr cool. Legenden zufolge kämpfte es ein zusammen mit Terrakium und Viridium gegen die Menschen, um die Pokémon der einer Region zu beschützen. Sehr cooles Pokémon. Sehr nice, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir Viridium und so weiter fangen und hier noch mehr erkunden. Wir haben ja noch nicht alles gesehen, wie wir auf der Karte sehen können. Wir waren außerdem noch nicht hier unten, wo es die Vögel geben soll. Und hier waren wir. Waren wir da schon? Kann sein, dass wir da waren. Aber egal, Leute. Dann war es das mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.